Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Midevar Dynasty mit eurem Ishi. Heute wollen wir ja endlich mal unser Feld ernten und die Jagdhütte ausbauen. Wir haben schon, hab schon eine Nacht jetzt komplett durchgespielt. Machen wir noch nach der Hasenfalle. So, da müssen wir auch eine neue bauen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, das Feld abzusetzen. Und gucken wir mal, was wir rauskriegen. So, Inventar. Nehmen wir mal die Sense auf die 4. Und da wollen wir mal gucken. Weil reif ist es ja schon, das Feld. Bewegung. Mit der Sense ist die Bewegung etwas eigenartig, aber es ist halt eine Gewöhnungssache. So, jetzt tun wir mal einsammeln. Wird auch hier angezeigt und jetzt ist das Feld umgeflügt. So, 4. Da war jetzt dran. Geht noch was? Dann nehmen wir das auch mit. Ah, das wären also richtige Strohbüschel, die man dann einsammeln muss. Gut zu wissen. Liegt hier noch ein Strohbüschel? Hier liegt noch eins. So, wollen wir mal gucken, was wir bekommen haben. Inventar. So, wir haben bekommen 22 Weizen. Nur einmal Stroh. Das ist aber nicht viel. Aber wir können neue Felder anbauen oder die alten 5er Felder wegreißen und größere machen, da wir ja jetzt genug Weizen haben. Ja, gut. So, da packen wir mal die Sense in unsere Kiste. So, erstmal auch die anderen Sachen, die wir nicht unbedingt brauchen. So. Sense weg. Das Fleisch packen wir auch mal rein. Den Dünger packen wir auch mal rein. Ja, ich habe diesmal schon etwas vorgespielt. Man sieht es ja am Tag, also wir sind schon in Mitte des nächsten Tages. Ich habe die ganze Nacht noch weiter gesammelt und Geld gemacht. Die ganze Nacht durch. Damit wir endlich mal noch ein paar Kröten Reserven haben und damit wir Aktivitäten, die wir jetzt freischalten können, wie den Bogen und so weiter, weil wir, die müssen wir ja separat bezahlen, damit wir die schon mal machen können. So, jetzt muss ich erstmal gucken für die Jagdhütte, was wir alles noch mal brauchen. Wir brauchen ja auch noch mal Äste. Muss ich mal gucken, so, wir haben jetzt Rundhölzer. Hier schon alles. Ah, hier sind nochmal Zweige. Da. Ja. So, da kommt hier ja hier Zweige. So, drei Stöcker. Drei Stöcker. Bei zwei. Nochmal drei. Hier ist nochmal ein Ahornzweig, der bringt zwei Stöcker. Da liegt ein bisschen was rum und da, wir finden noch. Das ist gut. So, ich glaube, Stroh brauchen wir auch nochmal fürs Dach. Habe ich den Hammer überhaupt dabei oder haben wir den in der Kiste? So, der Hammer ist in der Kiste. Da holen wir den gleich mal noch raus. Wenn ich es hinkriege. Ja, und es kamen ja zwei neue Patch raus. Der Patch 0112. Und der Patch 0113. So, mit Patch 113 wurde ja behoben, dass Bäume in Häusern und in Feldern, ich weiß nicht, ob es wachsen oder ob es um die Baumstämme geht. Das konnte ich jetzt noch nicht herausfinden. Aber das geht nur mit Spielständen, die alle vor dem Patch 1.1.2 gemacht wurden.
Und mit Patch 1.1.2 kamen auch neue Sachen. Wurde einiges gepatcht. Ist ja schon heiß, Patch. Ja, und da kam zum Beispiel Ergänzung. Es wurden Geräusche für den Aufbau und Zerstörung hinzugefügt. Möglichkeiten zum Ausschalten des Kopfschwenkens bei Heathop hinzugefügt. Weitere Optimierung zur Verminderung der Reisekrankheit sind in Arbeit. Da wurden zum Beispiel, ja, der Bergbau in Höhen erhöht jetzt die Gewinnungsfähigkeit und anstelle der Handwerksfähigkeit. Das Entfernen von Baumstümpfen funktioniert nun mit einer Schaufel. Da geht es um die auf den Feldern sind. Die Baumstümpfe sollten nun dauerhaft entfernt werden können. Es war unmöglich, den Zaun zu zerstören, ohne mindestens ein Modul im Haus zu bauen. Ist jetzt behoben. Früher hörten die NPCs auf den Feld zu arbeiten, wenn ein Speicher sie nicht im Auge behielt. Jetzt haben sie eine bessere Arbeitsmoral. Wenn eine Fackel ausbrannte, verringerte diese die Haltbarkeit einer oder mehrerer anderer Fackeln. Auch das ist behoben. Ich nehme an, im Inventar. Die Produktionsliste des Verwaltungsgebäudes, die weniger hergestellten Gegenstände je Stunde angezeigt hat, als produziert worden, wurde korrigiert. Quests, bei denen man Gegenstände in Teilen liefern konnte und mehr als eine Art von Gegenständen liefern musste, sollte jetzt ordnungsgemäß funktionieren. Geschosse wie Speere, Bolzen und Pfeile, die in der Luft stecken blieben, nachdem sie ein Tier getroffen hatten, wurden gefixt. So, dann wurden noch Aktualisierungen vorgenommen. Die Größe der Daten von Pflanzen und Speicherdaten wurde reduziert. Die Animation Graben mit der Schaufel wurde aktualisiert. Die Armbrust als zu liefernder Gegenstand aus der Missing Bow Quest entfernt. Nur für neue Quests. Bestehende Quests benötigen sie weiterhin. Es werden mehrere Quests pro Season generiert. So, das waren erstmal die Patches. Jetzt wollen wir erstmal hier kurz anfangen. Dass wir endlich mal die Jagdhütte fertig kriegen. Denn ich will ja langsam mal im Bogen bauen. Weil das ist ja auch gepatcht worden. Der Bogen hat ja am Anfang wirklich, man hat gezielt und wollte auf das Tier. So, jetzt will ich mal gucken. Hier kann ich nur Flechtwand machen. Hier kann ich kein weiteres Fenster einbauen. Keine Ressourcen, was fehlen mir? Stöcker. Da gehen wir mal noch schnell Stöcker suchen. Aber da wir auch auf alle Fälle noch Bäume brauchen, haben wir auch gleich nochmal. Das ist schon K.O. Er ist aber schnell K.O. heute. So. Aber da gibt es ja auch noch eine Fähigkeit, die man anlangen kann, dass es etwas langsamer geht. Schon müssen wir dann nochmal gucken. Ich weiß gar nicht, wir müssen noch ein, zwei Fähigkeiten haben besitzen. Aber ich habe mir meinen Standort wirklich nicht so sehr gut ausgesucht, denn wir haben nicht viel Holz. Oder Hütte. So, ich kann schon auch. Ich schlag da weiter ein, da steht schon Baum neben. Eine Hütte. Oh, ich bin am Verdursten. Wasser. Ich brauche Wasser. So. Gerade so geschafft. Gut. Oh, der fällt auf mich drauf. Jawohl. Hopp. So. 1, 2, 3. Oh, das waren sogar mal 4. Oh, das ist gut.
So, noch ein paar Zweige und dann schnell zurück zum Haus. So. So, ja, ich habe also in der Zwischenzeit, ich habe schon ein bisschen vorgespielt. Ich weiß, jetzt kommt es spät, nachdem wir 10 Minuten in der Aufnahme sind. Ja, ich habe noch ein bisschen Geld gemacht. Ich habe genau Dünger noch, also Dünger steht ja da, also Mist gekauft, damit wir dann auch gleich wieder loslegen können. Die Felder zu bewirtschaften und dann, wenn es soweit ist. Wir werden nochmal. Wie ich gehört habe, gibt es in der einen Stadt, auf der anderen Seite von den Flüssen, die zusammenhängen, gibt es Stroh. Nicht Stroh. Lein. Denn Lein brauchen wir ja noch. Lein brauchen wir, damit wir nochmal Klamotten herstellen können. Dann habe ich noch andere Sachen, habe ich noch entdeckt, dass wir jetzt komme ich nicht drauf, so ein Mist. Oder ich habe es gelesen, genau. Ich habe es ja nicht entdeckt. Wir haben zwei Stroh. Wir haben zwei Stroh. So. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, da haben wir noch entdeckt, dass wir. Ja, entschuldigt, ich habe irgendwie einen Frosch heute im Hals. So, hab ich's vergessen. So ein Mist. Was ich sagen wollte. Naja. Es ist ein Video, eine Aufnahme. Es sind die ersten Versuche. Ich weiß, sie sind nicht so toll und nicht so schön. Aber ich kann nur versuchen, mich zu bessern. Und über jedes Kommentar, ob es schlecht oder gut ist, würde ich mich freuen. Weil aus Fehlern lernt man. Und wenn man nochmal darauf aufmerksam gemacht wird, finde ich, ist es dreimal besser. Als wie wenn gar nichts gesagt wird. Ich habe einen Hammer weggesteckt. Ich habe mich schon gewundert, warum da nichts passiert. So, da haben wir die Aufgabe auch gleich abgeschlossen. Aber ich glaube, ich muss noch mal. Ein Baum fällen. Und da haben wir es auch noch kaputt. So, da holen wir noch mal. Oh, das ist ja heute schlimm. Ein Baumstamm. Gut. Also die Baumstämme sind noch da. Die stören uns ja jetzt nicht weiter. Ich lasse die jetzt auch erstmal. So, die Zweige hier noch. Und da holen wir jetzt noch den Baum. Und dann müssten wir das Haus fertig haben, Jungs und Mädels. So, Baum fällt. Jawohl, und nochmal. Zack. 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 Ich will doch nicht das Schiff, ich will das Rundholz. So. War nochmal 4. Da kriegen wir es auf alle Fälle fertig. Und da haben wir unsere Jagdhütte fertig. Und da sind wir in Kapitel 4 in der Wildnis. Sind wir dann durch. Ich weiß nicht, ob wir nochmal eine Jagdquest kriegen. Danach, also. So, ich muss erstmal. Ja, genau, Fähigkeiten. Fähigkeiten mal auch. So, Überleben. Überleben habe ich voll. Ich habe einen Überlebenssinn drin. So, jetzt haben wir Überlebenskünstler produziert. Prozent langsamer Nahrungswasserverlust. Ne, Unempfindlichkeit. Okay. Da würde ich erstmal sagen, wir nehmen den Überlebenskünstler rein.
weniger Schaden nehmen. Athlet, 10% langsamer Ausdauerverbrauch während der Bewegung. Das wäre natürlich dann schon vom Vorteil. Ich vergesse es immer. Wo ist er? Da ist er. Machen wir erstmal ein Hämmerchen. So, den Hammer haben wir. Ihr könnt ja mal schreiben, ob wir mal eine Nacht durchmachen wollen. Ich bin heute nicht auf der Höhe, na gut. Es ist kein Wunder, wir hatten es nur über 14. Ich konnte irgendwie nicht schlafen. Lag schon im Bettchen und dann irgendwie. Oh, hab ich irgendwas liegen lassen. Aber jetzt haben wir alles. Gott sei Dank. So, die Jagdhütte ist fertig. Platziere ein Feld, nur eins. Baue Scheune. Dann gucken wir mal. Wir müssen eine Scheune bauen, ob wir die überhaupt schon bauen können. Landwirtschaftsgebäude. Scheune. Landwirtschaft brauchen wir noch 7. Also, ich reiße jetzt das Feld ab. Das ging mit dem Hammermenü. Baumodus ändern. Zerstören. Das ist weg. Das ist weg. So, jetzt legen wir uns ein größeres Feld an. Und da würde ich sogar sagen, Landwirtschaft, Feld anlegen. Das machen wir jetzt einfach. 1, 2, 3, 4, 5. 5. So groß. Noch ein Feld an. Das machen. Oh, das ist schlimm heute. Das machen wir genauso groß. So, 1, 5, 1, 5. So. Habe ich die Schaufel noch im Inventar? Dann müssen wir uns noch mal die Schaufel holen. Ach so, ja, okay. Also die Pferde haben wir jetzt schon mal. Jetzt Hacke brauche ich ja. Schaufel besitze ich ja noch nicht mal. Genauso sieht's aus. So, die hölzerne Hacke. Nehmen wir jetzt rein. Und setzen die auf den Bauhammer. Eine Hacke auf die. Haben wir noch Platz auf 5. So. So, Ausdauer ist vorbei. Müssen wir jetzt noch mal kurz warten. So. Gut. Und zack, nur durchs Lügen haben wir die Scheune freigeschaltet. Das ist schon mal super. So. Die Zwiebel kann man nur einmal pflanzen, aber der Kohl soll sehr gut sein. Da man den zweimal, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich hinaus wollte vorhin. Den Kohl kann man zweimal ansehen im Jahr. Und er ist auch gut für die Suppe, für Suppe geeignet. So. Unsere zwei Felder fertig, aber ich glaube, das sind 5x3, sind 15, sind genau 30. Ich habe, glaube ich, genau 30 Mist. So.
30 Dünger, genau. Nehme ich jetzt nochmal mit rein. Jetzt machen wir es mal weg. Und die Hacke wieder. So, da müssen wir unsere Beute wieder reinnehmen. Die einfache Tasche. Jetzt nehmen wir mal den Dünger mit. Wir mal wissen, wie viel er düngt. Ich nehme jetzt nur mal 5 für meine 5 Felder mit, die ich jetzt nochmal machen will. Für meinen Roggen. Bei den Roggen pflanzt man im Herbst. So. Im Winter. Einfache Tasche. Machen wir jetzt wieder auf die 4. So. Gehen wir auf die 4. Düngen. So. Ungedüngtes Feld. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt gehen wir auf Feld. So. Ich kann jetzt sogar noch mal Weizen. Das wusste ich noch nicht. Düngtes Feld. Benötigt Hacke. Müssen wir sogar nochmal hacken. Müssen wir nochmal hacken. Die Hacke wieder rein. Nee. Nicht gewusst. Ah ja, das haben. Okay, das wurde ja gesagt, ist geändert worden. Denn vorher konnte man bei den Feldern wirklich hacken und man konnte gleich sehen. Und das haben sie ja jetzt geändert. Machen wir die jetzt nämlich auf die 5. Jetzt ist mal hier nochmal gedüngtes Feld. Ah, wird das wieder braun? Wunderbar. Und jetzt kann ich mein Roggen sehen. Übtes Feld. Aha. So ist das jetzt also gemacht. Gut zu wissen. Und dann. Jetzt habe ich wieder so viel gemacht, dass ich das, was ich eigentlich machen wollte, endlich meinen Bogen bauen, vergessen habe. Gut. Wir schalten jetzt alles weg und dann gehen wir mal in die Werkstatt. Und dann gucken wir mal nach, ob wir überhaupt schon was bauen können. So, weg. Hacke weg. Brauchen wir. Die Rundhölzernstöcker brauchen wir. Oben packen wir weg. Weizen. Ich muss dann noch mal ganz kurz jetzt gucken. Der Weizen wird... Handelt. Gibt noch für verschiedene Dinge. Ich bin drüben und sagt zur Herstellung von Stroh und Weizenkorn. Verwendetes Getreide. Aber ich dachte, es stand da, wann der ausgesät wird. Bei vielen stand es damals da, wird im Herbst ausgesät. Ja, es ist wieder höher. Werden kann am Ende Gericht zu kochen. Vor gegessen stellt sie eine kleine Menge Nahrung wieder her. Sie kann auf den Feldern gesammelt werden. Plus 4 Lebensmittel. Ja. Eigenartig. So, jetzt wollten wir aber hier hin. Genau. Uhr öffnen, die ist noch leer. So, jetzt wollen wir mal gucken, was wir brauchen. So, ich kann gar nichts bauen. Technologie nicht freigeschaltet. So, nehmen wir auf. Technologien. Ich habe ja freigeschaltet. So, wir haben die Jagdhütte. So, ich habe... Geht hier gar nicht da. Also, Inventar. Ich habe 500 Gold gemacht nochmal. Und wir werden uns jetzt... dass wir
Na, kaufen wir uns jetzt erstmal den Bogen. Dann kaufen wir uns einen Stapel mit 50 Pfeilen. Dann werden wir uns mal noch die. Haben wir noch so viel? Ja, gell? Da haben wir erst 150 aus. So. Und jetzt Holzlagerfeuer. Ein haltbares Lagerfeuer, das nur aus Brennholz besteht. Aber Brennholz mussten wir auch erst wieder machen. Ah, hier steht mein Geld. Gut, dann wollten wir mal Felder, Scheune. In der Scheune kann ich dann Mehl mahlen. Näherei, genau. Ich brauche Lein. Und es gibt einen Ort, wo ich Lein kaufen kann. Und da werde ich mich dann in der nächsten Folge hinbegeben. Bogen könnte man, glaube ich, denke ich mal schon bauen. Nein, genau deswegen. Da fehlt mir der Leinfaden. Und bei den Bolzen brauche ich 5 Steine, 50 Federn und 6, 10 Stöcker. 50 Federn, 5 Steine, 10 Stöcker. Gut, da werden wir uns dann in der nächsten Folge drum kümmern. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bye bye, sagt euer Miichi. Lasst einen Daumen nach oben da, würde mich freuen und abonniert meinen Kanal. Und vergesst nicht die Glocke, dann werdet ihr über jedes neue Video informiert.